Guten Morgen, es ist Freitag, der 6. November und ich grüße euch an dem vielleicht auch grauen Tag mit der Losung aus Jesaja 45, die Verse 6 und 7. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. Als ich in Vorbereitung für die Losung am Montag diesen Vers gelesen habe, das ist mir nochmal ganz kalt eingefahren. Ich bin der, der Frieden und Unheil schafft. Ihr wisst, ich verfolge die Wahl in Amerika mit Spannung und auch einer Ungeduld, weil ich mich nach Frieden sehne, nach Gerechtigkeit. Und dann ist da dieser Vers, der sagt, ich schaffe Frieden und Unheil. Da ist mir nochmal bewusst geworden, dass auch die Diktatoren dieser Welt, ich denke an Nebukadnezar oder Nero, ihre Macht nur durch unseren Gott erhalten. Und ob Frieden oder Unheil entsteht, das ist nicht unsere Sache, sondern es ist Gott, der seine Welt in den Händen halten muss. Und darauf will ich auch in dieser Zeit vertrauen. Und ein Stück weit ist es ja auch eine Beruhigung, dass wir wissen, dass auch das, was uns als Unheil scheint, bei Gott geborgen ist. Und deswegen finde ich das, was Paulus im 2. Thessalonicher Brief schreibt, im 3. Kapitel, Vers 5. Der Herr richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus. Wir sollen uns also nicht darauf ausrichten, dass die gesellschaftlichen Zustände der Welt sich ändern, sondern wir sollen uns an der Liebe Jesu Christi ausrichten. Und vielleicht macht all das, was uns Sorgen macht, auch den Weg frei, dass wir neu anfangen zu hoffen auf den Messias, der das Leben und die Liebe in dieser Welt aufrichtet und der uns in unserer Unzulänglichkeit trägt. Denn Gott schafft Licht und Finsternis. Und ihm, der uns mit Licht und Schatten gemacht hat, der wird auch wohl wissen, was wir brauchen. Habt einen guten Tag.